Hallo, ich bin Jani, herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon mal freuen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich. Und zwar habe ich ein Zuschauerpäckchen bekommen von der lieben Nicole, die öfters mal bei mir was in den Kommentaren unten schreibt, ne? Also bei ihrem Video. Und da habe ich ein schönes Zuschauerpäckchen bekommen. Allerdings möchte sie dagegen auch was haben. Ich hätte sowieso als Dankeschön irgendwas geschickt, ne? Sie hat mich gefragt, ja, ob sie den NARS Blush haben kann, der in meinem Look Fantastic Adventskalender ist, ne? Ich mache nämlich jeden Tag mein tägliches Adventskalender öffnen, ne? Lass ich hier bestimmt mal ein Video meiner Infokarte durchlaufen oder Playlist oder keine Ahnung. Kannst du gerne mal vorbeischauen, falls dir das entgangen ist. Und ja, da war ja der Look Fantastic Adventskalender, war ja der NARS Blush dran. Und da hat sie mich angeschrieben, ne, ob ich bereit wäre, den NARS Blush abzugeben und sie würde mir dafür ein Päckchen packen. Und ja, ich habe hier ein Päckchen, ich zeige euch das mal. Also so sieht es erstmal aus, ne? Da ist eine Box im Paket, ne? Die Sommerbox MacPix und daneben sehe ich es auch noch irgendwas. Ich bin gespannt, was drin ist, ihr Lieben. Ich freue mich richtig, ne? Genau. Und ja, wenn du noch wissen willst, was ich noch so treibe, im gesamten Video siehst du bis zu 5 Infokarten durchlaufen. Und da kannst du mal gucken, was ich noch so mache, ne? Würde ich mich aber auch freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kanälchen abonnierst, Glöckchen anmachst, nicht vergessen. Und dann informiert dich YouTube über ein Video von mir, wenn du das Glöckchen anmachst, ne? Benachrichtigung funktioniert aber auch nicht wohl immer, das weiß ich. Aber ich bin auch bei Instagram und da lasse ich sofort meinen Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe, ne? Genau, da bin ich aber nur privat unterwegs und nicht öffentlich. Ich freue mich auch über die Puffolie übrigens, ne? So, dann schauen wir mal rein, was mir die liebe Nicole geschickt hat. Oh mein Gott, Puffolie, heute Abend wieder. Ah, herrlich. Oh, die sind gut. Gute Puffolie, muss ich jetzt mal sagen. Also, die machen richtig los hier, ne? Und da freue ich mich, da habe ich wieder was zu tun. So, war eingepackt in der Puffolie von Isana. Also, ganz ehrlich, es gibt doch bei uns, bei unserem Rossmann habe ich die nie gesehen. Muss ich ehrlich sagen. Also das haben wir schon mal festgestellt mit meiner Mutti, dass es in anderen Städten doch immer noch andere Sachen gibt, wie bei unserem Rossmann. Ne? Also entweder habe ich die nie so auf dem Schirm gehabt. Das ist eine schöne Kerze, Leute. Also bei uns gibt es die nicht, habe ich bei unserem Rossmann noch nie gesehen. 125 Gramm, es ist eine riesengroße und guck mal, ein schönes lilanes Glas. Oh, sieht das toll aus. Oh mein Gott, da freue ich mich. Das ist Duft, erlebe pure Entspannung und ein verwöhnendes Barerlebnis mit der Isana-Serie Calm. Gibt's bei uns nicht. Genieße den herrlichen floralen Duft von Magnolie, Jasmin, Sandelholz. Lass dich von den aromatischen Essenzen verzaubern. Die Isana-Duftkerze Calm verwandelt dein Zuhause in eine Wohlfühloase. Schön lila, ne? Oh, schön. Oh, ich liebe Duftkerzen. Ne? Also die sind bei mir immer am Start. Oh, und gerade so über Winter mache ich ja viel Kerzen an, fast jeden Tag. Ne? Ab Frühjahr, Sommer ist ein denn nicht so unbedingt danach, aber so Herbst geht es immer los. Ne? Schön. Oh, schön. Oh. So, dann bin ich mal gespannt, was sie mir in die MadPax Sommerbox reingepackt. MadPax Apotheke, ne? Die ist schwer, die ist voll. Oh Gott. Ich bin gespannt, Leute. Ich habe vorher nicht reingeguckt, ne? Oh mein Gott. Also, gefüllt, gefüllt, gefüllt. Okay, dann fangen wir mal an, ne? So, oh, sehr schön. Von Ankerkraut, eine sehr gute Marke. Dünenbeere. Früchte-Tee-Mischung. Okay. Ne? 20 Gramm sind die enthalten. 2 Teelöffel und 250 Milliliter. Ja, das ist so ein loser Tee. Ne? Also ich habe ja so ein Tee-Ei. Ne? Sowas habe ich ja eh da.
Und dann werde ich den mal probieren. Ne? Ich trinke gerne Tee, ich trinke viel Tee. Ne? Stelle ich mal hier so hin, haben wir einen Früchtetee. Ich habe so viel Tee da, Leute. Aber Tee kann man sich ja auch kalt aufbrühen. Ne? Wenn man denn zum Frühjahr, Sommer zu, man hat noch Haufen Weihnachtstee drüber oder anderen Tee, kann man denn auch im Sommer kalt trinken. Ne? Obwohl jetzt unbedingt so Weihnachtstee im Sommer schmeckt, glaube ich jetzt eher nicht. Aber den werde ich denn so, ich denke mal, mehr so oder weniger denn für Frühjahr, Sommer mir kalt aufbrühen. So, Servietten sind immer gut, ne? Von Alouette mit Herzchen, ne? Wenn man denn doch mal Gäste da hat, 16 Stück oder mal, wenn ich Geburtstag feiere oder so, dann werden die damit denn verwurstelt, die Servietten, ne? Mit Herzchen, das passt ja, genau. 16 Stück hat man drin, ja, wir sind 11 Weiber, da passt das denn, ne? Da gibt es denn zum Geburtstag ein paar Servietten, dann braucht meine Freundin, wenn ich wieder mit meiner Freundin zusammen kaufen sollte, feiern sollte, brauchen wir keine kaufen, dann haben wir denn die. Ist sehr schön, ne? Servietten gehen auch immer. Ich habe hier gar keinen Platz, glaube ich, auf meinen kleinen Ding hier. Rücken da. Der Weihnachtsmann muss Platz machen. So, Naschi, ne? Milka, Schokolade. 45 Gramm reicht auch vollkommen zu, ne? Genau, einfach so Alpenmilchschokolade. Ja. Oh Gott, ich sehe, also die Box, die hört nicht auf, Leute. Ich kann das ja auch mal hier hinnehmen. Nicht, dass der neben den heißen Weihnachtsmann schmilzt. Kannst du ja auch mal so hinstellen. Ja, Gummibärchen, ne? Ein bisschen Naschi, Gummibärchen hier. Bin jetzt nicht so der Gummibärchenesser. Aber obwohl, wenn ich so kleine Tüten habe, die esse ich denn doch lieber. Wenn ich große Tüten Gummibärchen habe, die wandern bei mir weiter. Ich brauche die nicht. Aber so kleine Tüten lasche ich dann doch mal weg, ne? Doch, ja, lecker. Doch, die mag ich hier, die Cola. Ja klar, die werden vernascht. Kleine Tüten sind schnell mal vernascht, ne? Die kommen, die sind auf jeden Fall. Da habe ich immer mal was Süßes da, weil du juckt jetzt die Nase. So, also hier nochmal eingepackt, so richtig schön. Ich wollte gar nicht so viel haben. Ich habe gesagt, sie soll nicht so viel machen. Ja, ne, aber... Oh. Das habe ich gar nicht jetzt. The Ritual of Jing So Sleep, ne? Sacred Wood Lavender. Oh, ich liebe Rituals. Ja gut, da riecht man jetzt nicht so. Das ist jetzt, glaube ich, 200 Milliliter. Sehr schön. Danke, obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, ist jetzt nicht meine Lieblingsmarke. Ich mag ja das The Ritual of Ayurveda. Das ist voll meins, ne? Das gehört jetzt, aber ich meine, ja, finde ich trotzdem nicht verkehrt. Das riecht auch gut, keine Frage, ne? Das riecht so ein bisschen, genau, oh, schön. Duschgel. Sehr schön. Sagt mal, geht's euch, ich muss mal sagen, wie geht's nur mir so oder ist es bei euch auch so? Diese Duschdinger hier, das kommt immer so bei mir rausgefluppt, also so rausge... Da kann man gar nicht sich das richtig dosieren und weniger nehmen. Also ich finde, diese Dinger sind immer so schnell alle. Man sagt, oh ja, groß, 200 Milliliter. Geht euch das genauso? Wollte ich jetzt bloß mal so fragen, ne? Ich hatte schon mal so Duschöl gehabt davon, das hat viel länger gehalten. Und das hier, ne, man sprüht sich, da kommt dann immer übel so ein Pfff raus. Ja, ja, dann hält das immer nicht so lange, ne? Das finde ich immer schade, warum das so ist bei Rituals. Geht's nur mir so? Oder geht es euch auch so? Können wir ja mal in den Kommentaren schreiben. Dann haben wir hier Revolution Bro Goddess Glow Illuminating Glow Primer. Oh, sehr schön. 30 Milliliter. Also guckt euch mal die Umverpackung an. Die nicht mega aus. Oh, Radiant Light ist hier die Farbe. Okay. Da will ich jetzt mal gucken, wie das aussieht. So. Ne? Wenn ich es aufkriege, Leute. Komm, geh auf. Doppelkinn lässt wieder grüßen, ne? So, gut. Oha. Oh ja, guck mal. Also sieht das aus, ne? Ja. Ja. Primer habe ich ja ohne Ende da. Illuminating Glow. Ich weiß...
ich will den jetzt nicht anbrechen. Ich will den jetzt nicht anbrechen, weil weiß ich nicht, wie lange der sonst, ne? Sonst kippt der mir nachher. Weiß ich nicht. Aber den werde ich vielleicht in meinen Beautyboxen Fullface mit reinnehmen, ne? Das müsste ich mal wieder abdrehen. Dann werde ich ihn da mit reinnehmen. Genau. Guck mal, wie das so. Ach, ich probiere den jetzt aus. Egal. Ich bin jetzt neugierig. Müsste ich mal wieder abdrehen, Beautyboxen Fullface, ne? Achso, es kommt ja dann wieder in die. Achso, so sieht's aus, ne? Also. So. Ey Gott, das blendet so, ne? Gucken wir mal. Der jetzt irgendwie. Oh ja, der ist glowy. Oh, der Duft. Oh, der Duft, das riecht so nach. Der Duft ist angenehm. Ja, oh, so, das sieht echt aus wie, wie nennt man das, Glaskin, ne? So richtig schön glänzend. Oh, Leute, oh ja, oh. Wow, seht ihr das? Uiuiuiui. Oh, ich lieb's. Oh, ich lieb's. Das gefällt mir. Das sieht richtig, das ist Louis Popoi. Der glänzte vom Nordpol bis zurück, du. Wow. Naja, dieses Glaskin ist das auch so, ne? Was so. Ja, sehr schön. Das ist ein schöner Glowy Highlighter. Das muss ich. Highlighter. Primers, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, wenn man jetzt nicht aufs ganze Gesicht so glowen möchte, sondern nur bestimmte Stellen, ne? Dass man sich das nur auf bestimmte Stellen so macht, ne? Oh, schön. Der gefällt mir. Mega Produkt. Finde ich toll. Fußcreme, natürlich, ne? Manch einer erinnert sich gerne, Honey steht auf Fußcreme. Wenn man am Fußcreme sieht, denkt man an mich. Also es gibt schon Personen, die denn an mich denken, wenn sie an Fußcreme an Totes Meer mit Olivenölsalz aus Totem Meer. Genau, von Balea DM Eigenmarke, ne? Ja, das ist die Fliege mit Olivenöl und Bise. Ja, kann ich sehr gut gebrauchen. 100 Milliliter. Große Größe, ne? Ich hoffe bloß, dass die auch wirklich pflegt, weil ich hatte auch schon Fußcreme gehabt, die bei mir nicht gepflegt hat und ich habe dann richtig trockene Füße davon bekommen. Hatte ich auch schon, ne? Da muss ich dann gucken. Momentan nehme ich Handcreme für meine Füße. Macht sich optimal, ne? Handcreme, ja. Genau. Freue ich mich. Fußcreme kann ich immer gut gebrauchen. Dann haben wir hier Balea Fruity Fantasy Body Lotion mit, oh Gott, mit Mondsteinextrakt und fruchtigem Duft für jede Haut. 200 Milliliter, ja, für jeden Tag. Ich weiß noch nicht, ich hoffe, Nicole ist mir nicht böse, wenn ich vielleicht doch auch was weitergebe, ne? Vielleicht auch was verlose. Ich habe so viele Body Lotions da, ich brauche keine mehr. Ich habe auch viele da, die ich austesten will. Richtig gute Marken. Ne? Und deswegen weiß ich nicht, ob die bei mir bleibt. Das sieht schön aus, ne? Holographisch. Weiß ich nicht. Vielleicht ist mir da Nicole nicht böse. Ich lasse die auch noch zu, wenn ich auch was weiter verlose. Ne? Ja, ich hoffe, da ist sie mir nicht ganz so böse. Genau. Ne? Dass das wahrscheinlich dann weiter wandern wird. Weil ich habe andere Sachen genug da und Bodylotion eine ganze Kiste voll und die kriege ich niemals alle. Deswegen, da habe ich erstmal anderes, weiß ich noch nicht. Ne? Aber cool, hier ist noch wieder was eingepackt. Nagellack. Oh, sehr schön. Ein schöner silberner Nagellack. Ein Love-Effekt von Trend It Up. Oh, schön. Also das ist so eine, ich mag ja so zu Weihnachten so Rot-Gold und Silvester geht es dann schon so langsam so ins Silberne, ne? Und Winter und Winter denn so ein schöner silberner Silvester-Nagellack. Mega, der ist richtig schön. Ich muss mal gucken, ich habe wirklich noch keinen Silberglitzer-Nagellack da. Ich habe 10.000 Nagellacke da, aber keiner, der so silber glitzert. Habe ich nicht. 8 Milliliter haben wir hier drinnen, ne? Sehr schön. Der gefällt mir. Der ist richtig schön. Die kann ich mir richtig schön so für die Wintermonate so vorstellen. Ja, ab Silvester denn so, ne? So. Sehr schön.
Das gefällt mir, finde ich gut. Dann habe ich hier noch so kleine Sachen. Ach, süß. Ach, yeah. Haben wir eine bedruckte Tuchmaske. Da werde ich mal einen Short abdrehen. Ne? Und dann gucken wir uns mal die bedruckte Tuchmaske an. Schmeiß weg, Honey. Welche Sheetmaske? Welche Sheetmaske? Refreshing, weißt du, erfrischende und feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske. Ausvlies angereichert mit Hyaluron, vegane Rezeptur, biologisch abbaubare Bambusvliesmasken, die bleibt, das weiß ich. Ich habe gemerkt, Tuchmasken habe ich nicht mehr so viele. Tuchmasken sind langsam bei mir alle irgendwie, ne? Da habe ich wieder ein bisschen Nachschub. 23 Milliliter, okay. Ja, bin ich gespannt. Ne, dann ist auch da so eine Ariel Meerjungfrau drin. Von welcher Marke ist denn das? Das ist Disney Princess? Okay. Gut. Ja, mega. Ich freue mich. Ich freue mich. Dann habe ich hier noch eine Maske. The Mask Doctor. Auch eine Tuchmaske. Prolopis, Soothing und Neuraging. Sehr schön. Made in Korea. The Doctor, The Mask Doctor kenne ich überhaupt gar nicht, Leute, ne? Ja, ne? Schön, nochmal eine Tuchmaske. So, feuchtigkeitsspendend sein, ne? Schön für Ausstrahlung sorgen. Ich freue mich, wow, 20 Milliliter. Habe ich schon gesagt, ist auch eine Tuchmaske, das sieht man hier, ne? Genau. Tuchmasken benutze ich meistens immer zweimal. Weil da ist immer noch so viel Serum drin. Eine Tuchmaske habe ich tatsächlich dreimal benutzt. Da war so viel Serum drin. Und ja, manchmal, und dann tue ich die wieder reinmachen, wenn genug Serum, dann tue ich es umkrempeln hier so, ne? Und mit Büroklammern dann immer festmachen, zumachen, ne? Ja, freue ich mich. Ich bin gespannt, wie die ist. Ich mache ja auch jeden Monat aufgebraucht Video, ne? Und da werde ich dann immer was dazu sagen, wie ich denn mal die Maske fand. Und ja, ey, ich habe gemerkt, ich brauche Augenpads. Ich habe fast kaum noch Augenpads, Leute. Von Isana Sweet Feeling Hydrogel Augenpads beleben da sofort frische Effekt mit Orange- und Himbeerextrakt. Sehr geil. Liebe Nicole, sehr gut. Das brauche ich auch. Masken und Augenpatches, ne? Ja. Soll für einen frischen, strahlenden Blick sorgen. Ja, ne? Bin ich auch mega gespannt. Manchmal benutze ich auch Augenpatches zweimal. Es kommt drauf an, wie viel Serum drin ist, ne? Genau. Dann habe ich hier noch zwei kleine Sachen und da war es das auch schon. Das reicht. Das ist eigentlich viel zu viel. Von Sacha Yuan Anti-Collusion Shampoo, ein kleines, 30 Milliliter. Mal gucken, ob das bei mir bleibt oder ob das mal weiter wandern wird, ne? Weil das hatte ich auch schon mal gehabt und das habe ich auch weitergegeben, weil ich so viele Shampoos habe. Deswegen, ich brauche Shampoos, brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Habe ich auch, ja, wie gesagt, da wird sie mir nicht böse sein, wenn ich was weitergebe. Ja, Liquid Eyeliner wandert auch weiter, benutze ich nicht, nehme ich nicht von Ila Mask. Hatte ich auch schon mehrfach gehabt, habe ich auch immer weitergegeben, ne? Ja, aber es ist nicht schlimm, wie gesagt, dann kommt das in Verlosungsboxen, ne? Genau, das ist der hier. Ja, nee, benutze ich nicht Eyeliner. Mache ich jetzt auch nicht auf, gucken wir uns auch nicht an. Hatte ich auch schon 10.000 Mal und immer wieder weitergeben und werde die auch nicht benutzen. Ich habe jetzt nochmal einen Eyeliner in meinem Maybelline Adventskalender, den werde ich nochmal testen und ansonsten war es das. Aber wie gesagt, ich brauche keine Eyeliner mehr. Ja, eine sehr schöne Box. Eine sehr schöne Box. Ja, da habe ich hier wieder so eine mal zum Verlosen eine Box, ne? Auch nicht verkehrt. Ach, mein Fuß ist eingeschlafen. Dankeschön, liebe Nicole. Ich bedanke mich für diese super schöne. Oh, das ist doch ganz schön viel, ne? Es ist schon ganz schön viel hier drin. Ja. Aber ich freue mich, ne? Jo, schöne Sache eigentlich. Ich soll ich euch mal wirklich sagen, der Highlight ist mein Highlight ist tatsächlich die Duftkerze und der Primer. Da freue ich mich drauf. Ja, das sind so meine Highlight-Produkte. Ne? Genau. Mega. Freue ich mich richtig. Und natürlich auch Patches und Masken. Ah, aber wie gesagt, der Primer ist, guckt mal, der sieht immer noch so aus. Mega, ne? Der ist toll. Mhm. Ja. Gut, ihr Lieben. Schön. Ich freue mich. Danke, liebe Nicole. Ja, ich freue mich.
Ich bin so, ja, ja. Gut, ja, schön. Ihr könnt mal gerne mal so eure Meinung in den Kommentaren schreiben, ne, was ihr dazu sagt. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss, wenn ihr euch eine Playlist von meinen Zuschauerpaketen, die ich bis jetzt so bekommen habe, ne, könnt ihr ja mal gucken, was ich noch so mal gekriegt habe. Ja. Hier siehst du meinen Kanal, kannst du völlig kostenlos abonnieren, würde ich mich richtig drüber freuen. Ne. Hier siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi, es war mir heute ein ganz besonderes Fest. Macht's gut, Tschüssi, eure Hanni.